Deswegen, ich möchte wirklich drüber sprechen, was aktuell so der Fall ist, auf die Wirtschaft bezogen. Dann im zweiten Schritt will ich darüber sprechen, wie soll man sich aktuell verhalten. Das bedeutet, was soll man vor allem auch nicht machen und was soll man machen. Auch ein ganz wichtiger Punkt. So, hi und herzlich willkommen hier in diesem neuen Video. Mein Name ist Max Weiß, Gründer und Geschäftsführer der Weiß Consulting und Marketing GmbH. Und heute mal mit einem, ja, ich sag mal, kleinen, in Anführungsstrichen, Notfallthema, was ich unbedingt ansprechen möchte. Und zwar war eigentlich geplant, dass wir nochmal einen Vlog aufnehmen, dass ich euch nochmal einen Einblick in meinen Tag gebe. Aber ich habe mich jetzt wirklich dazu entschieden, nochmal zum Thema Coronavirus, zum Thema Wirtschaftskrise und so weiter ein Video zu machen, weil ich dazu ja eben auch schon einen Podcast gemacht habe. Deswegen für alle, die den neuen Podcast noch nicht abgecheckt haben, checkt den unbedingt mal ab. Ich weiß nicht, Tobi, kann man das hier irgendwie einblenden oder so? Das blenden wir hier direkt irgendwie mal ein. Link dazu haue ich dann noch in die Beschreibung. Da werde ich jetzt die nächsten 7 Tage jeden Tag eine Folge hochladen. Und da habe ich unter anderem jetzt eben vor 2 Tagen auch über den Coronavirus gesprochen. Und das Ding ist, ich habe natürlich sehr, sehr viele Rückmeldungen erhalten. Ich habe ja allein in meiner Online-Unternehmensberatung mittlerweile über 1000 Kunden drin. Und deswegen ist dieses Thema halt eben sehr aktuell. Und wir haben sehr viel Erfahrung jetzt auch darin gemacht, einmal selbst dieses Problem zu lösen, aber eben auch für unsere Kunden und für auch die Kunden beispielsweise in unserer Werbeagentur das Ganze irgendwo zu lösen. Und deswegen möchte ich in diesem Video 4 Punkte anschneiden, die sehr, sehr wichtig sind. Und zwar, das erste ist, wie ist eigentlich so die aktuelle Lage? Und ich will auch nicht hier jetzt drüber sprechen, wer jetzt alles Ausgangssperre hat oder sonstiges, weil, wie gesagt, dann geht in Google, schaut dann irgendwelche News rein, dann findet ihr genug dazu. Deswegen, ich möchte wirklich drüber sprechen, was aktuell so der Fall ist, auf die Wirtschaft bezogen. Dann im zweiten Schritt will ich darüber sprechen, wie soll man sich aktuell verhalten. Das bedeutet, was soll man vor allem auch nicht machen und was soll man machen. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Dann im dritten Step, wie kannst du das Ganze jetzt für dich nutzen, gerade wenn du irgendwie eine Werbeagentur oder irgendwie sowas in der Art bist, Coach, Dienstleister bist, dann werde ich dir heute in diesem Video zeigen, wie das Ganze funktioniert, dass du das Ganze auch für dich nutzt. Und im vierten Schritt, der vierte Punkt wird eben sein, wie entwickelt sich diese ganze Wirtschaftskrise und vor allem, wie sieht die Zukunft aus und wie kannst du die Zukunft eben auch für dich nutzen. So, im ersten Step mal, was ist die aktuelle Lage? Aktuell ist es halt eben so, es herrscht halt wirklich so eine kurze Verwirrung. Es ist natürlich irgendwo so, dass niemand oder fast niemand mit dieser Wirtschaftskrise jetzt gerechnet hat und sie kam halt schneller als erwartet. Das heißt, die Leute wissen natürlich jetzt nicht, was sie tun sollen, es ist unerwartet, es ist was Neues und viele Leute nehmen das Ganze halt jetzt so ein bisschen auch als Ausrede. Also die Leute sagen jetzt, hey, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten oder so wegen dem Coronavirus. Die Leute nutzen immer sowas als, ja, Argument für ihre Komfortzone beispielsweise. Das heißt, es ist gerade eine Verwirrung da, man muss verstehen, niemand ist darauf vorbereitet gewesen. Dann im zweiten Step, was aktuell natürlich passiert, Firmen versuchen natürlich, sich irgendwo von dieser Flut zu retten. Das heißt, es kommt die Flut und jeder versucht, so sein Haus irgendwo zu retten. Und jetzt gerade bei so einer kleinen Wirtschaftskrise, klein auch in Anführungsstrichen, weil es geht schon ganz gut ab, ist es halt so, dass die Unternehmen im ersten Step nicht unbedingt erstmal jetzt auf die Mitarbeiter schauen und sagen, okay, schmeißen wir jetzt ein paar Mitarbeiter raus, sondern wenn sie Kosten senken, dann ist das Erste, was die meisten Leute eben machen, auch unter anderem eben das Marketingbudget streichen. Das heißt, Werbeagenturen sind dann natürlich aktuell sehr betroffen von, weil die Unternehmen natürlich das Werbebudget rausstreichen im ersten Step, um auch irgendwo die Kosten zu sparen. Was man generell natürlich auch noch verstehen muss, sind 2 wichtige Punkte. Generell in einer Wirtschaftskrise, das Geld verschwindet nicht einfach. Also es ist nicht so, dass das Geld sich in Luft auflöst oder so, sondern das Geld geht halt einfach woanders hin. Es fließt woanders rein. Und wenn du das verstanden hast,
weißt du eigentlich, wie du dein Unternehmen ausrichten musst, weil du musst dein Unternehmen eben jetzt genau so ausrichten, dass du davon profitierst, dass das Geld im Endeffekt in dein Unternehmen reinfließt. Und noch eine zweite Sache, die man auch noch verstehen muss, bevor wir jetzt tiefer reingehen, ist, dass sich das Ganze natürlich sehr, sehr schnell verbreitet aufgrund von Social Media auch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu verstehen, weil wer die letzte Wirtschaftskrise, 2008 glaube ich war die, wäre da Social Media schon so stark gewesen, hätte das auch viel größere Auswirkungen noch gehabt. Oder sei es die Schweinegrippe oder die Vogelgrippe, hätte es da schon Social Media gegeben, wie es heute Social Media gibt, wäre damals auch genau das Gleiche passiert. Deswegen, es spielt sich alles online ab, es wird extrem verbreitet, gerade in den sozialen Medien als auch in den normalen Medien, ganz klar. Aber das ist eine Sache, die man verstehen muss, weil wenn man versteht, dass der Coronavirus auf Social Media verbreitet wird, sieht man eigentlich, wenn man logisch überlegt, dass man mit seinem Unternehmen jetzt auch auf Social Media gehen muss, um sich selbst bekannt zu machen und um vom Coronavirus eben auch zu profitieren. Da komme ich jetzt aber auch dann gleich nochmal dazu. Und zwar will ich jetzt kurz noch drauf eingehen, wie soll man sich aktuell denn verhalten? Die meisten Leute schieben eben Panik und das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. Jetzt im ersten Step irgendwie Panik haben oder zu schnell jetzt irgendwelche großen Entscheidungen zu treffen. Das Problem ist, wenn irgendwie so eine Flut kommt, die Leute werden emotional. Und was passiert, wenn sie emotional werden? Sie treffen emotionale Entscheidungen und emotionale Entscheidungen sind nicht immer richtig. Deswegen, oder oftmals falsch und oftmals viel zu groß und unüberlegt. Deswegen im ersten Step keine Panik und wie es mein Mentor Chris Steiner gesagt hat, aushalten, 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 Muskeln aufbauen und zwar nicht nur körperlich, sondern eben auch mental. Und deswegen, es geht jetzt eben darum, einen kühlen Kopf zu bewahren, klar zu denken, nicht zu schnelle Entscheidungen zu treffen und vor allem keine Panik zu schieben, weil es geht jetzt, wie gesagt, darum, es ist ein Test, ob du jetzt eben einer der 1% der Unternehmer bist, der jetzt auch mal andere Wege findet, als die es bisher gab. So. Also jeder hat vielleicht diesen einen Weg jetzt gehabt, aber jetzt verändert sich halt mal was und jetzt muss man halt einfach einen anderen Weg finden. Oder bist du einer der Unternehmer, die jetzt im Endeffekt halt aufgeben? Genau, so, kommen wir jetzt zu diesem Punkt. Wie kann man diesen ganzen Coronavirus jetzt auch generell eben für sich nutzen? Und ich schaue auch immer wieder hier unten hin, weil ich habe mich wirklich hingesetzt. Ich habe mir sehr, sehr große Gedanken auch dazu nochmal gemacht. Und was ich mir vor allem aufgeschrieben habe, das ist eine wichtige Philosophie in meinem Leben sowie auch in meinem Business oder generell in den ganzen Businessen, die ich je gemacht habe, und zwar einen Nachteil zum Vorteil machen. Die meisten Leute reden immer von Problemen, aber in unserer heutigen Gesellschaft sind 90% der Probleme eigentlich keine Probleme mehr. Die Leute machen sich diese Probleme einfach nur zu Problemen und deswegen eine wichtige Sache muss man verstehen, du kannst jeden Nachteil zum Vorteil nutzen. 90% der Dinge im Leben, also das Leben besteht aus 90% der Dinge nur, wie man darauf reagiert. Also es passiert was und 90% des Lebens entsteht darauf, wie du eben reagierst und 10% des, was wirklich passiert. Das heißt, wenn jetzt eine Wirtschaftskrise kommt, hast du die Entscheidung selbst, wie du darauf reagierst. Und du kannst dich entweder davon abfacken lassen, den Fokus falsch setzen, dass du zum Beispiel sagst, boah, jetzt geht mein Umsatz zurück und so weiter. Oder du sagst, okay, mein Umsatz geht zurück, aber den Fokus lege ich auf Sales, auf Verkaufen. Das heißt, ich weiß, der Umsatz geht zurück, aber ich lege den Fokus eher darauf, das Doppelte wieder reinzuholen. Und das ist genau der Unterschied. Du kannst jeden Nachteil zum Vorteil nutzen. Und gerade jetzt die Corona-Krise kannst du halt sehr, sehr gut nutzen, weil Menschen brauchen neue Möglichkeiten. Das ist das, was Russell Brunson damals eben auch schon gesagt hat, immer in seinem allerersten Buch, ich glaube Dotcom Secrets war das. Menschen brauchen neue Möglichkeiten und du kannst vor allem Menschen sehr, sehr gut etwas verkaufen als neue Möglichkeit. Also zum Beispiel kannst du jetzt gut deine Dienstleistung, dein Paket oder was auch immer du verkaufst, als neue Möglichkeit verkaufen oder eben so umformen, dass es eben eine neue Möglichkeit beispielsweise ist. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Werbeagentur hast, die für Unternehmen jetzt eben Social Media Marketing, Online Marketing oder sowas macht, dann kannst du eben hingehen und sagen, hey, schaut her,
Die neue Möglichkeit ist im Endeffekt, jetzt alles zu retten, jetzt online zu gehen, während alle anderen Unternehmen sagen, wir machen nichts mehr beispielsweise, oder sie verkaufen eher noch Sachen oder schmeißen Mitarbeiter raus. Es ist jetzt wichtig zu investieren und zu sagen, hey, Social Media ist der einzigste Punkt, wie du das Ganze retten kannst oder sogar noch davon profitieren kannst, weil es gibt genügend Unternehmen, die profitieren davon. Da werde ich jetzt gleich darauf eingehen, was das für Unternehmen auch sind. Aber wie gesagt, du kannst die Unternehmen mit Social Media retten, weil gerade jetzt auch in dieser Krise die Leute eben viel auf Social Media sind. Die Leute sind auf Social Media, so viel wie noch nie zuvor. Und alle Unternehmen verzichten gerade auf Marketing. Das heißt, die Unternehmen, die jetzt online gehen, die Unternehmen, die jetzt digitalisieren, werden sich einen riesen Vorsprung in dieser Krise rausholen. Und sobald diese Krise wieder ein bisschen nachlässt, werden die einen riesen Vorsprung haben vor allen anderen Unternehmen und werden so viele Sales machen wie beispielsweise noch nie. Weil ich bin der Meinung, diese Wirtschaftskrise wird sich auf die Wirtschaft auch definitiv noch das nächste Jahr oder die nächsten 2 Jahre auswirken. Aber gerade als Werbeagentur wirst du in den nächsten Wochen schon sehr, sehr davon profitieren können. Komme ich auch gleich in dem nächsten Punkt noch dazu. Aber wie gesagt, die Menschen sind jetzt online. Du kannst also wirklich gerade als Werbeagentur, Social Media Agentur deine Dienstleistung als neue Möglichkeit verkaufen. Und du musst halt jetzt einfach so ein bisschen umdenken. Davor waren zum Beispiel Gastronomiebranche, Tourismusbranche und so, Fitnessstudios eine super Nische auch für Werbeagenturen, was es weiterhin noch bleiben wird, aber sie haben halt beispielsweise gerade zu. Ich würde die bestehenden Kunden, die ihr jetzt aktuell habt, dem würde ich ganz klar raten, auf Social Media zu bleiben, jetzt erst recht Gas zu geben, weil sie dann, wie gesagt, das ist eigentlich ihre einzigste Möglichkeit ist, wirklich noch Reichweite aufzubauen und sobald sie wieder öffnen können, so viel Umsatz zu machen wie noch nie. Deswegen, man muss halt ein bisschen umdenken. Branchen, die jetzt aktuell super funktionieren, sind beispielsweise Online-Shops. Also irgendwelche Online-Shops, sei es egal, was es eigentlich für Online-Shops sind. Alles, was sich eben online abspielt. Die Leute bestellen jetzt viel auch online. Sie sind eben zu Hause. Und du kannst gerade als Werbeagentur dich beispielsweise super an Online-Shops auch beteiligen. Du kannst Fixbeträge pro Monat abrufen oder eine Kombination machen, die da beraten, wie sie die Conversion beispielsweise auf ihrer Seite steigern können, wie sie beispielsweise die Ads besser optimieren können, wie sie Social Media und Influencer-Marketing beispielsweise besser machen können. Das ist eine Sache, die man anbieten kann. Dann zum Beispiel, was auch super funktioniert, sind aktuell Personal Brands, also Personenmarken, Influencer auch genannt. Also Leute, die wirklich Reichweite haben. Auch zu diesen Leuten kann man gehen und sagen, hey, wir können dir deine Reichweite monetarisieren. Lass uns zusammen einen Funnel bauen, digitales Produkt bauen. Dann macht ihr das ganze Marketing, beteiligt euch beispielsweise jetzt an diesem Produkt. Und dann wird es so sein, du kannst da relativ gut passiv auch irgendwo mitverdienen, weil der schickt seinen Traffic, seine Follower nur noch in diesen Funnel und dann verkauft ihr da im Endeffekt diese ganzen Produkte. So, das ist eine Sache, die gut funktioniert. Das andere, generell alle Unternehmen, die online sind, auch zum Beispiel Gesundheitsunternehmen oder so, steigen gerade richtig durch die Decke. Also ich habe auch ein paar Personal Brands und Unternehmen, die ich im Gesundheitsbereich berate und die gehen gerade richtig durch die Decke, seitdem die Corona-Krise beispielsweise so reingekommen ist. Und das ist genau der Punkt, weil du kannst jetzt beispielsweise aktuell zu irgendwelchen Gesundheitsunternehmen gehen und sagen, hey, sie haben jetzt aktuell die Chance, wie noch nie das Ganze zu nutzen. Und deswegen auch Gesundheitsbranche super, generell alle Unternehmen, die online sind, sei es irgendwelche Apps-Unternehmen, irgendwelche Portale, Dating-Portale, was auch immer, aber da gibt es wirklich genügend Zeug. Also worauf ich auch irgendwo hinaus will ist, anstatt zu sagen, boah, es geht nicht mehr, keiner hat mehr offen, du musst einfach nur andere Wege finden. Und wir haben beispielsweise jetzt bei uns auch in der Agentur und auch in der Unternehmensberatung ungefähr 7 Tage gebraucht, um das Ganze irgendwo ein bisschen umzustrukturieren und das Ganze eben umzubauen. Und nach 7 Tagen haben wir es wirklich so umgebaut gehabt, dass wir extrem profitieren jetzt aktuell wieder von dieser Corona-Krise, weil wir einfach die richtigen Wege jetzt gefunden haben. Und das ist eben genau der Punkt. Du musst verstehen, dass bei einer Wirtschaftskrise trifft es am Anfang fast jeden. Also jeder kriegt so einen kleinen Schlag ab.
Aber dann entscheidet sich, okay, stagnierst du beispielsweise oder profitierst du sogar davon? Das ist eben genau im Endeffekt deine Entscheidung, die man verstehen muss. So, was ich mir noch aufgeschrieben habe, wie gesagt, es ist jetzt einfach ein Test. Es ist ein Test, überstehst du es, hältst du es durch oder gibst du im Endeffekt auf? Und wenn du jetzt bestehst, wenn du jetzt anfängst zu investieren und zu skalieren, wirst du sehen, sobald sich dieser Umschwung wieder ergibt, wirst du unglaublichen Profit machen, so wie du es noch nie gemacht hast. Deswegen halt jetzt aus. Es ist wichtig, einfach stark zu sein, auch irgendwo in den harten Zeiten. Also wenn die Wirtschaft und die Börse, wenn alles gut ist, die Sonne scheint, kann jeder Unternehmer sein. Aber wie sieht es aus, wenn es mal richtig hässlich ist, wenn es mal schlecht läuft, wenn man mal 3 Tage nicht geschlafen hat? Wie sieht es dann aus? Du hast die Entscheidung. Deswegen, wie gesagt, es ist jetzt ein Test, ob du einer der 1% der Unternehmer bist, der Selfmades bist. So viel dazu. So, jetzt ist es natürlich so, man muss sich auch Gedanken machen, hey, wie wird sich das Ganze auf die Zukunft auswirken und was passiert jetzt? Ich sehe nämlich beispielsweise in dieser Wirtschaftskrise, in diesem Corona-Ding, eine Riesenchance für die digitale Branche, generell für die Digitalisierung. Warum? Weil natürlich die ganzen Unternehmer und Unternehmen sich jetzt Gedanken machen, wie kann ich sowas in Zukunft vermeiden? Und nicht nur, wie kann ich sowas in Zukunft vermeiden, sondern eben auch, wie kann ich, sobald diese Krise vorbei ist, wieder extrem davon profitieren oder jetzt eben schon in der Krise profitieren? Und es gibt nur eine einzige Antwort auf diese Frage, und zwar Online-Marketing, Online- und Digitalisierung. Die Leute wissen nach dieser Krise umso mehr, dass sie beispielsweise online gehen müssen und werden da deswegen natürlich auch sehr, sehr viel in diesen Markt investieren. Und ich glaube, dass es gerade auch in Deutschland wirklich eine sehr, sehr große Auswirkung irgendwo haben wird. Deswegen, das ist beispielsweise auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das wird auch in ein paar Wochen schon passieren. Das heißt, das wird sich jetzt nicht irgendwie 1-2 Jahre ziehen. Klar müssen sich die Unternehmen auch irgendwo erholen. Aber die Leute wollen direkt wieder gute Ergebnisse. Und wie gesagt, du hast einen riesen Schmerzpunkt aktuell bei den Unternehmen. Im B2B-Bereich kann man sowieso sehr, sehr gut über Schmerz auch verkaufen. Und die Unternehmen haben einen riesen Schmerzpunkt. Und zwar im Endeffekt die Insolvenz oder dass sie untergehen oder dass sie von der Konkurrenz eben überholt werden. Und du kannst dein Produkt jetzt genauso promoten, dass es der Problemlöser ist und dass die Leute, wenn sie das Problem oder die Unternehmen das Problem jetzt gelöst haben, dass sie dadurch wieder ihre Träume und Wünsche erfüllen können. Und deswegen, wie gesagt, ich bin der Meinung, das Ganze wird sich noch auswirken auf die nächsten 1 bis 2 Jahre, bis sich wirklich alles erholt hat. Es wird sich auch noch einiges verändern. Ich sehe aber einen riesen Vorteil und eine riesen Chance für die Digitalisierung. Das heißt, wenn du jetzt, wie gesagt, in diesem Markt aktiv bist, als Social Media Agentur, als Dienstleister, was auch immer, dann gib jetzt vor allem Gas. Lass nicht den Kopf hängen, finde andere Wege. Corona ist keine Ausrede. Corona ist eine Chance. Das ist das, was du verstehen musst. Und ansonsten, wenn du wirklich noch mehr davon oder dazu erfahren möchtest, wie du absolut davon profitieren kannst, gerade als digitale Agentur oder sonst was in diesem Bereich, dann hast du jetzt die Chance, und ich werde es jetzt auch wirklich nicht mehr oft anbieten, ist auch keine künstliche Verknappung oder sonstiges. Wie gesagt, ich mache Social Media und so weiter als Spaß. Dieses Video habe ich jetzt gemacht, weil ich mich einfach mal dazu äußern wollte. Aber ich biete eben ab und zu Beratungscalls an mit mir selbst, wo ihr euch eintragen könnt, wo wir einfach mal eure aktuelle Situation durchgehen. Und ihr habt jetzt hier unter diesem Video einen Link, da könnt ihr euch dazu eintragen. Wie gesagt, die Plätze sind limitiert. Dann schauen wir wirklich mal euren Punkt an und dann zeige ich euch, wie ihr von der ganzen Corona-Krise auch irgendwo profitieren könnt. Deswegen schreibt mir gerne auch mal unten in die Kommentare, was ihr zu diesem Video sagt, was ihr zu dem Thema sagt, wie ist eure aktuelle Lage. Gebt dem Video auch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefällt. Abonniert den Channel für mehr Content im Bereich Business, Unternehmertum und so weiter. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Max. Ciao.